Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum... Wir werden von alle Seiten zugelabert und hinter mir sind Freddy und Krischen. Jo, und ich bin auch dabei. Wir gehen erstmal zurück zu... Ich handle erstmal. Was? Ich handle erstmal noch, lol. Ich muss noch Sachen verkaufen. Das habe ich schon lange gemacht. Wir haben nämlich jetzt so gut wie alle Quests fertig. Wir brauchen gerade nur noch für das Team Bestwaren für Dr. Jane 1, Algenproben. Und wir wollen noch sichere Orte Maggie in über die in Erfahrung bringen. Wie sagt man das? Wir wollen ihr die... In Erfahrung bringen? In Erfahrung bringen haben wir das gemacht. Wir wollen ihr das erzählen. Ah ja, mitteilen, I guess. Mitteilen, ja. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Dann können wir, wenn wir wieder hier sind, zurück zu Damien. Dann noch in Gregs Wohnung suchen und dann, obwohl die Bank können wir auch noch mal. Also, ja, in diesem Part machen wir wieder ganz viel Quatsch. Wie immer. Aber diesmal mit Plan und nicht einfach nur die Stadt laufen, weil wir kurz auf die Stadt gucken. Wir haben nicht die Stadt eigentlich komplett gemacht. Oh, Eddie. Eddie hat auch eine Quest für uns, da waren wir anscheinend noch nicht. Aber ansonsten haben wir halt die Stadt komplett gemacht, bis auf den Bereich hier mit der Militärbasis. Ansonsten sind wir halt schon komplett fertig. Also, hier unten müssen wir wahrscheinlich mal fürs Ende hin oder sowas. Und hier waren wir auch nicht. Oh, okay. Anscheinend fehlen noch zwei kleine Punkte hier. Außer man kommt hier auch noch hin, dann weiß ich nicht, ob wir es machen. Genau, gut. Ist nicht wirklich wertvoll. Der kann ich noch nicht einsetzen. Okay. Tonfa genagelt und Metallkanapo kann ich noch verkaufen. Wo ist es denn? Tonfa genagelt und Metallkanapo. Ah, so. Jetzt bin ich wieder up to date. Ah, ich muss noch irgendeine Fähigkeit hochleveln, lol. Das klingt doch ganz gut. So. Und wo bist du jetzt? Ich stehe jetzt auch schon ready. Ja, genau. Ich habe schon vorher verkauft. Ja, da. Ich musste erst noch upgraden und dann konnte ich verkaufen und jetzt kann ich jetzt mit dir. Na? I'm sorry. They're all dead. Danke, dass du über das Walkie-Talkie redest. Verkrüppeln ist toll, danke für die wertlose Scheiße. Was für ein Ding? Verkrüppeln das ja. Hey, das kann ich ja direkt verkaufen. Hier ist sicher irgendwo ein Händler. Ja, einer ist oben, glaube ich. Ich guck mal kurz, ob die Alge hier wieder respawnt. Oh nein, dem kriege ich nur Schmerztabletten. Ich weiß nicht, wo die Alge war, muss ich gestehen. Entschuldigung. Aber hier ist nichts zum Aufsammeln, ne? Herrgott. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir tun können? So. Da unten läuft er rum. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bleiben. Aber im Endeffekt mussten wir hier, also wollte ich eigentlich nur gucken, ob es hier die Algen gibt, oder die spawnt hier einfach nicht. Also, ich versuche es mal gespawnt. Vielleicht können wir irgendwo kaufen oder so. Vielleicht. Bonjour, Stornley, du bist nicht der Händler. Hey. Amanda, hast du zuweise? Hast du nicht? Warum sollst du das auch haben? Das ist jetzt doof. Egal. Werde ich irgendwie zum nächsten Part mal googeln oder sowas und dann gucken, wo wir die am besten farmen können. Dann porten wir wieder zurück, weil das war das Einzige, was wir hier machen wollten, oder? Ja, wahrscheinlich. Du wirst es schon wissen. Dann gehen wir zur Verschützung von Henderson, weil da ist die Bank auf dem Weg. Dann können wir die Bank erstmal machen. Überfallen? Die wurde ja schon überfallen und wir müssen jetzt die überfallen, also die Leute, die sie überfallen haben, töten. Töten. Geil. Okay, ja, fair. Kraftloser, schwerer Knüppel. Toll. Ich repariere mal nochmal eben kurz, weil ich habe vorhin gesehen, dass. Ja, hier. Zack. Da ist er. Wer, ich? Ja. Okay. Was sind das alles für komische Geräusche in der Ferne? Willst du das wirklich wissen? Ja. SCPs. Die schlimmsten. Okay, ich hätte vielleicht nochmal mehr drüber nachdenken sollen. Ich hätte es vielleicht doch nicht wissen wollen. Wie waren das? Euklide? Waren das die Bösen? Ja, Euklide waren das, glaube ich. Das sind nur Euklide. Alle. Fuck. Die Schaufel ist echt nice. Sehr problematisch. Oh, das ist sogar ein Ding, wo wir reingehen müssen. Wahrscheinlich müssen wir klippen. Erfolgstipp 64 von 80. Warum auch immer. Ich habe die Quest nicht abgeschlossen. Von daher wundert mich, dass ich jetzt Fortschritt für dieses Questing bekomme. Ja, immerhin ist es ein
bisher einzigartiges Ding. Ja. Ich muss aber bisher sagen. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich könnte. Ich glaube, das aus dem ersten Dead Island zu kennen. Also einzigartig nur für Riptide. Also die Bank hier, also die ganzen Sachen, sieht aus nach Playstation, aber das ja. Layout und sowas zusammen hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Also nicht mehr. Genau dieses Ding. Ich hätte schwören können, dass das 1:1 die Polizeistation ist. Auch das Layout, aber ich bin auch wieder... Ja doch, hier ist Jin. Hier ist Jins Ort hinter der Tür. Oh je. Schlüssel zum Banktresor. Hier hinter der Tür wäre das, ne? Ja. Die Tür ist abgesperrt. Hm. Sollen wir mal klopfen und fragen, ob Jin da drin ist? Besser nicht. Ich glaube, Jin ist tot. Das heißt nichts. Ich glaube, sie ist im Gefängnis. Also müsste sich jemand hier hingebracht haben. Aber du hast recht, das ist wirklich. Also, ich glaube, hier vorne, ich glaube, der Polizeiraum war noch größer, aber der Hinterteil ist definitiv einfach die Polizeistation Asset reused. Komplett. God fucking damn it. Junge, Alter, das ist low effort. Ja, das ist schon bedenklich low effort. Dann muss ich mal überprüfen, wie gut das bewertet ist. Das würde mich jetzt mal interessieren, eigentlich. Hä, die meisten haben sowieso vergessen, wie es aussieht. Ja. Den nehme ich mal. Hallo? Können wir nicht rein? Achso, doch, jetzt geht's. They locked me in. My supposed partners in crime. Guess they didn't want to split it three ways. Oh, thank God. I thought I was gonna die here. Ich weiß, wer mindestens three ways gesplittet wurde hier. Has a GPS tracker. You can find it by using one of the bank's computers. Okay. Wir können die ganzen Salesleiter nicht ausräumen, das wäre echt super. Das wäre wirklich sehr super. Und jetzt schließen wir wieder ab, dass er trotzdem stirbt. Ja, perfekt. Machst du wieder allen Türen von mir zu? Ja. Unhöflich. Na gut, ich höre wieder auf. Bisschen Unhöflichkeit muss aber sein. Mensch, das kenne ich ja noch gar nicht, dass ich hier was benutzen soll. Ja. Vor allen Dingen genau der PC. Okay, diesen Ball der Fährstation. Ich glaube, das kenne ich sogar schon. Besser Fährstation als Unfährstation. True. Ich glaube, wir müssen wieder zurück nach zum anderen Gebiet. Ich glaube, die Pinai war ja die andere da. Also wir sind hier in Henderson. Oh hey. Ich kenne nur Shogunai. Kill you again. Shogunai? Ich habe erwartet, dass ich sterbe. Ich bin gestorben. Kleines L genommen. Ich glaube, es war größer. Quatsch. Etza. Etza. Dann müssen wir jetzt hier zur Fähre gehen. Also wir können auch theoretisch nach oben gehen und porten, aber ich glaube, es ist fast schneller, wenn wir hier hingehen. Das kann gut sein. Okay, gut. Ich dachte hier ist einfach, dass das Ding zu ist und dass wir gar nicht lang gehen können. Zu Traum wär's im Spiel. Auch keine Fahne gewesen. Erreiche die Unfallstelle der Banditen. Okay. Okay. Da oben, okay. Hast du markiert? Sind das fahrbare Fahrzeuge? Ich glaube, in dem Spiel gibt's nur im ersten Gebiet welche, ne? Sad. Ach ja, hier kam er nicht raus. Wir mussten über den ganzen Hof hier laufen. Uff. Uff, oh jemine. Du könntest mal gucken, ob da oben so ein Sniper für dich liegt. Ja, wait. Wo soll die liegen? Kommen Sie mit und gehen Sie die Treppe hier hoch. Hier hinten. Die Treppe. Da hinten. Die Leiter, genau. Nein, hier. Komm, Leiter hier. Das. Da oben war die Sniper. Da oben ist eine Leiter. Da bist du schon hochgegangen. Ja, ich erinnere mich. Gut. Ja, Demenz zerfrisst mein Hirn, ne? Eigentlich habe ich einfach nur... Da ist in der Tat ein Sniper für mich. Vielen Dank. Kein Problem. Eigentlich habe ich einfach nur genug psychische Krankheiten, die Vergesslichkeit fördern. Einfach alle mitnehmen. Ja, ich habe wirklich so ungefähr alle mitgenommen. Ich habe wahrscheinlich nebst Autismus auch ADHS. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Bei mir halt ein bisschen mehr. Ja, das kann man so sagen.
Stahlrute, hot. True, to be honest. Bonk. Bonk. Nein. Böser Zombie. Bonk. Da passt irgendwas nicht. Ja. About survival and the fix that you ain't surviving. I knew I couldn't trust you, but you did. Die sprechen ja beide schon niedergeballert. Was? Die haben mir gerade noch gesprochen. Ja. Und ich habe halt beide getötet, während sie noch gesprochen haben, sie weitergesprochen. Geil. Ach, du bist gerade hier oder was? Ja, ich bin eine Weile weg. Ich dachte gerade, du wärst der Zombie gewesen, der hier gerade mit mir war. Fair. Fair. So viel Unterschied ist da nicht, gerade von der Hirnleistung. Okay, also der Schatz war einfach hier drin. Also ich weiß nicht, wo den GPS, also die haben mir ja gesagt, dass die haben den Panzerwagen mit dem GPS genommen. Ich weiß nicht, wo hier ein Panzerwagen steht. Das ist einfach nur ein Tresor. Ah. Aber gut. Ja. Der hier? Keine Ahnung. Er sieht nicht mehr aus dem Panzerwagen, aber... World Wide Express, okay, ist eher so ein DHL-Ding. Naja, okay, dann sind wir hier auch schon fertig, können wir zurückfahren? Ja, moin. Ist das Fahren? Wir fahren mit einer Fähre, theoretisch. Ja. Aber wir können auch porten einfach. Fahren? Fahren Fähren nicht? Ja, schon, aber, also, das ist absolut richtig, aber warum? Das kann ich auch nicht sagen. Ah, ich weiß nicht, wo schnell das in Cecil's Hospital? Ja, wir porten nochmal Cecil. Yo. Ich hab grad gedoppelt geklickt, damit wir das auswählen oder wollen. Man denkt so, schau mal, ja, schießen, geil, Munition verballern. Ja, verstehe ich schon. Verstehe hier ich ist ein Reparaturding, ne? Ich bräuchte jetzt mal eins hier vorne. Ja, reparieren kann ich auch mal. Zack, zack, zack. Upgraden kann ich eh nix. Korrekt. Modifizieren auch nicht. Also wurscht. So, wir müssen jetzt zu Damian noch. Oh, ist noch ein Tagebuch. Oh. Hier oben auf dem Tisch. Das ist gerade an schon. Auch. Citizens despise us and the army considered us traitors. And then there's the infected. To them, we're just meat. I better quiet down. I don't want them to hear me. Ich glaube, das war's schon. Was ist? Na, ich glaube, das war's mit der Audio. Ach so. Ja. Freu nicht? Ja. Also gelootet haben wir da auch ja schon mal alles. Ich dachte nur, wir gucken einmal kurz durch, wir sind sowieso gerade unterwegs, also das kann hören. So, dann gehen wir jetzt zu Domia. Und dann können wir gleich mal runter zu Eddie gehen. Zu Domi, oh. Irgendwo sollten wir noch hin, ne? Oh, hi. Aber der ist eigentlich durch den Stromberg gelaufen, Dummkopf. Also, komisch. Der Huren. So, wo ging's? Da kommt gleich noch einer. Na, Herr, servus. Ich glaube, ja. Jupp, einer von den Schlägen reicht aus. Kommt nein, hier lang. Unterlassen ja, das sieht gut aus. Oh Gott, hier ist einer von den Schlägern, von den Wrestlern. Ich komme. Ich bin gekommen. Hallo. Based. Au, ich bin tot. Und dann die Wand gewackt. Okay. Du hast dich auch gerade cool gemault. Ich kriege dich leider nicht mehr, glaube ich. Joa, ich bin schon wieder respawned. Oh, da ist Geld. Ja, gut. Übergibt sich gerade durch mein Gift. Hot. One Zombie, one Cup. Wo ist denn Domio eigentlich? Eine gute Frage. Ich habe ein flaches Eigenbaumesser aufgehoben. Da. Okay, der ist noch weiter weg. Der ist noch viel weiter weg. Okay, gut zu wissen.
Aber jetzt habe ich gerade kurz auf der Karte gesehen, wo wir lang gehen sollen. Moment. Ah. Aber nur kurz, jetzt ist es nicht mehr da. Oh. Streamer. Natürlich. Ja, passt zum Glück. Ehre. Genau, sehr schön. Oben ist es jetzt, ne? Wir haben ja beim ersten Mal irgendwie eine Batterie, ein paar Batterien geholt. Und jetzt hat er ja die Nulloden gewollt. Die wird schon seit Anfang der Aufnahmesession mit uns tragen, quasi. Da war was. Und die können wir jetzt endlich mal abgeben. Und da hat er wahrscheinlich noch eine dritte Aufgabe und dann sagt er, hey, geh nochmal irgendwo hin und hol mit 1000 Sachen. Und dann töten wir ihn einfach stattdessen. Ja. Yes. Sorry, my memory isn't what it once was. Digga, kiff weniger. Ach, natürlich noch eine Spule. Okay, dann müssen wir schon aber in die Basis rein. Das ist ganz gut, da müssen wir sowieso noch hin. Immerhin. Warte, bis du Zugang zum Bereich der Militärbase hältst. Okay. Mhm. Das machen wir. Ja, warten kann ich. Du hast es echt geschafft, über mich zu springen, nice. Gehen wir mal zu Gregs Wohnung. Da habe ich es auch kurz einen Marker. Und dann können wir vielleicht mal nach uns laufen zu Eddie und gucken, ob wir da auf dem Weg auch noch eine Todeszone haben, die wir machen müssen. Mhm. So, hier waren wir schon, ne? Das ist das infizierte Kerl, ja, da waren wir schon drin. Der sagt mir tatsächlich was. Also, wir können das nicht nochmal machen, um da zu looten, aber der ist bei mir. Ja, genau. Ja, um zu farmen, wichtig. Ja, immer. Grinding. Das ist ein Wegkopf. Kopf weg, wie auch immer. Aber wir haben ja tatsächlich gerade schon wirklich gegrindet, muss man sagen. Also, im letzten Part haben wir dreimal das ein Ding gemacht, einfach um die Decken voll zu bekommen. Ja, das ist. Das Ach, Moment, das ist eine Kirchaufgabe. Hast du gerade die Tür getreten? Könnte sein, ich habe gerade nicht so krass aufgepasst, was ich gemacht habe, fairerweise. Du bist gerade einfach da lang gelaufen und hast in Richtung der Tür getreten, aber einfach so in Luft. Ja, ich mag manche Türen nicht. Ah, die Sicherung stimmt, die brauchen wir. Also müssen wir gar nicht reingehen. Ich dachte, das ist hier auch so eine Instanz wieder. Sonst war hier nichts zum Aufsammeln oder hast du verpasst gehabt gerade vielleicht, oder? Hab ein paar Sachen gelootet, aber ansonsten war da jetzt nichts, ne? Ja, so nichts in hier. Also hier ist noch ein ermüdender Spalthammer, falls du ihn haben willst. Ja, der hat mir gestohlen, meine Penne. Hab ich was gedacht. Meine Güte. Okay, da geht's zur Militärbasis. Moment, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Joffrey Nappes Lagerhaus. Da müssen wir noch hin. Da können wir noch mal runter zu Eddie gehen. Der will wahrscheinlich dann die Erinnerungsfotos haben oder irgendeiner aus der Militärbasis Erinnerungsfotos haben. Rette Alex. Hä? Das ging schnell. Ich muss sagen, mein Katana ist halt echt nice. Also mein Wakasashi. Und ich habe halt einen Tonfarben mit dem Körperschmerzmod und das fickt auch anders hart. Ja, glaube ich. I've got something for you. Hallo. Oh. I thought that was it. Oh, der handelt sogar. Oh, der hat einen. Der verkauft Baupläne. Redder? Geil. Detox-Gewehr, glorreiche Pistole, Detox-Schrotflinte, Inferno-Mod, Bauplan High. Ich habe erstmal alle gekauft. Ist ja nichts wert, der Scheiß. Ja. Ich glaube auch kein Zeug. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja, genau, brauche ich nichts davon. Das kann man auch. Den Bauplan nehme ich, den Schredder brauche ich, glaube ich, nicht. Das sind alles Baupläne dann nur übrigens. Ach so, ja, stimmt. Schredder ist auch ein Baupläne. Unzuverlässiges Feuerschussgewehr, danke dafür, Spiel. Perfekt. Oh, Moment mal, ich guck mal kurz. Dann gehen wir erstmal zu Eddie, weil der ist halt gerade in der Oberfläche und Ficken! Ach so, Eddie ist auch nur so einer, den wir retten müssen, ich verstehe. Oder? Ah. Muss ich erstmal zu dir kommen. Okay, tatsächlich ist es nicht so ein Retten-Ding, oder? Wir haben ihn schon gerettet vor? Ich glaube, wir haben den schon gerettet, oder? Ja, Eddie. Sag mir es nichts. Sein Gesicht sagt mir auch nichts, aber ich bin leicht gesichtsblind. Okay, relativ gesichtsblind. Die guten Menschen dieser Insel kennen mich als Zombinator. Natürlich. Lol. Alles klar, ja. Deswegen standest du auch da oben. Which is why I must ask you to do something for me. Oggy. Bring me my cape of might, my boots of force and the fish. Natürlich. Gut, gut ausbalanciertes Wurfmesser, 3 Stöcke, danke für nichts. The fish. It is especially important. Remember not to forget the fish.
Super, suche einen Superfisch. Okay. Ja, bei ihm läuft. Dreckscreamer. Suche Superschuhe. Wow, das Bein war mal. Suche ein Supercape. Wahrscheinlich ist das alles in der Ordnung, wo wir gerade schon waren. Safe. Ich hab sie noch einmal gehittet, aber nicht mehr, leider. Ja, jetzt ist sie fucking tot, die Hure. So, hier gibt's auf jeden Fall ganz viel Koffer zu looten und einen Energy Drink zu stehlen. Habe Ehre! Ey, Ohrschlappleder ist hier. Wo sollen wir dafür denn hin? Wissen Sie, dass ich das... Au! Ich bin auf dem Boden, ich bin dead. Ich wurde von irgendwas gedeadet. Da liegst du. Ja, ach, meine Güte. Immer knapp daneben, ja. Was sollten wir für George noch machen? Weiß. Ach ja, stimmt. George war der Bankräuber. Okay, dann gehen wir erstmal nach da unten und geben es mir ab. Oh, man kann hier durchlaufen. Ich dachte, es ist zugewuchert. Oh, das. Ja, ich dachte, da wäre eine Tür dazwischen. Ja, auch also, das meinte ich auch. Also, zugewuchert, dass man halt nicht durchgehen kann. Aber nein, man kann da durchgehen. Perfekt. Ah, na dann. Ist ja alles chilliger. So, dann holen wir jetzt die super Sachen noch und sagen George, hey, wir haben das Zeug geholt. Viel Spaß damit. Ja. Hier ist ein Pharmacy, waren wir schon drin? Gute Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Änderungsfoto. Hm. Das heißt, sie spawnen hier mal neu. Diamanten liegen hier noch. Ja. Wasser. Leerer Safe. Mittlerer Medium. Oh, hier ist noch Bauplan Detox Pistole. Wahrscheinlich habe ich den Schredder Bauplan schon gehabt oder sowas. Und ich habe das einfach gekauft, alles so in dem Laden. Egal, sehr wertlos. Ja, es war recht günstig tatsächlich. Kann man, das war schon recht teuer. Also ich habe irgendwie 20 bezahlt oder sowas insgesamt für alle. Ich habe, glaube ich, 8 bis 10 gezahlt. Ich weiß auch nicht, ob ich das gesagt habe, es war schon ein bisschen mehr Geld. Moment, ich glaube, wir sind hier aber noch nie runtergegangen. Also ich glaube... Wirklich? Ich glaube, wir sind nur oben lang gelaufen. Aber egal. Gucken wir mal. Passt schon. Hier ist der erste Zombie, der mich beißen will. Ne, hier ist der erste Spot, wo wir suchen sollen. Hm. Ich frage, was wir hier suchen sollen, ne? Nahrungsmittelkonserve habe ich gefunden. Ja, die brauchen wir nicht hierfür. Die ist halt für die eine Daueraufgabe. Ja. Vielleicht ein Cape, vielleicht hängt das hier an den... Hier ist es. Oh, guck mal, ich zeig's so von der Super Cape an. Wunderschön. Just what I needed. Just what I needed. Ha, hat wollte auf mich schmeißen, das Messer aber nicht getroffen oder hat es geworfen. Ha, Fotze. Dummkopf. Schon wieder so ein Beispiel von den unterschiedlichen Mindsets. Dummkopf, Fotze. Au, was hat mich da weggerannt? Das ist der Fotz-Ding. Ich bin richtig auf den Boden geballert worden. Ja, ich lag übrigens, ich war nicht übrigens tot. Ja, habe ich dann auch gesehen, aber ich hatte schon F gedrückt. Vielen Dank. Ich bin schon wieder auf den Boden geballert worden, noch während ich dabei war, mich zu heilen. Joink. Hm? Ich wurde nicht gejoinkt. Ich habe nicht gejoinkt. Ich hab das Spiel anders gesehen. Oh mein Gott, ich spiel so zum Kotzen. Vor allen Dingen, du bist der Host. Das heißt, dein Spiel hat das anders gesehen. Ja. Ein Spiel so ein bisschen wiederbeleben? Ha, nein. Ach, hier ist die Immersion, aber fick dich. Genau. Und das Ding klaut hier trotzdem. Hier müssen wir wahrscheinlich... Schätzle. Ruhe finden, würde ich sagen. Und das andere ist dann wahrscheinlich in diesem Sea Market, wo wir den Fisch holen müssen. Was finden? Spur? Schuhe, genau. S-C-H-U-H-E. Ah, Schuhe. Ich habe den linken Superschuh hier gefunden. Ah, der linke rechte Superschuh ist direkt daneben. Man muss sie aber getrennt aufsammeln. Man konnte nicht beide gleich sein. Ja, klar, das sind Superschuhe. Die kannst du nicht beide gleichzeitig hochheben. Wie so ein Tier, ey. Zügige Schrotflinte. Moment, ist George hier? George ist hier, genau. Dann können wir erstmal durchlaufen. Nee. Sie ein Freerunning-Zeug machen. Jetzt, er. Da ist er. Hier ist eine Kirschaufgabe. Oh, hey. Moment. Bonk. Hallo. Hallo.
I was beginning to worry. So, half for you, plus whatever you found in the safe. Im Safe war nichts. Aber okay. War da noch eine Mission für uns? Oh. Achso, eine Daueraufgabe. Ja, hier viel Spaß damit. Hier habe ich doch gerade, okay. Was? Was? Das ist nur so ein Daueraufgabe. Was hat er dir dafür gegeben? Geld, also das ist einfach so eine normale Sammelaufgabe. Okay. So, dann mache ich mal wieder die andere Quest aktiv. Geld. Superheld. Genau. Dann müssen wir hier runter 28. und in den Wet Market. Wo das Covid herkommt. Wet Market. Oh ja, der ist wet. Oh ja. Hi Zombie. Tschüss Zombie. Bist du ein Superfisch? Ihr seid nur ein normaler Fisch. Ah doch, das ist ein Superfisch. Gut. Yes. Haben wir. Nice. I guess I have everything. Ah! Braucht nur das Cape, die Schuhe und den Fisch. Ja. Okay. Das heißt, er geht nackt. Fast. Ja. Warum auch nicht? Ja, ich war jetzt mehr eine Feststellung als sonst was, ne? Das war gleich ziemlich wertend. Na. Sonst müsste ich ja sagen, dass es keiner hot ist. Not gonna lie. Ja. Jin ist auch schon wieder richtig, Jin ist auch schon wieder richtig am Hecheln vom Laufen. Jin war auch am Hecheln. Oder löscht das? Ja, schon, ja. So, erstmal mein Wakasashi wieder gemacht. Ich wollte noch das eine Ding hier machen, ne? Ja, die Machete. Gucken, was die dann bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Okay, 1,8 ist schon ganz gut für die, würde ich sagen. Inferno-Mod. Habe ich den nicht schon? Ich hätte irgendwas Cooles gerne noch. Oh. Okay. Starkstrom. Ist Starkstrom das Beste? Nee, oder? Kurzschluss ist, glaube ich, das Beste. Nicht Tesla? Tesla hat auch noch sehr viel Sachen, die man braucht dafür. Ja, nee, also ich weiß nicht, ich habe Tesla auf 1 gebaut gehabt und das habe ich relativ schnell wieder verkauft gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Tesla ist besser als Kurzschluss. Hm. Aber, also Tesla geht nur auf die Schaufel, okay, deshalb. Weil Kurzschluss bringt plus 5 und 3-mal Strom und Tesla bringt plus 7% und 4-mal Strom. Oh ja, okay, das klingt eigentlich schon besser. Aber geht halt leider nicht mehr. Und Starkstrom bringt, okay, nur 2-mal. Und Schocker ist nur 1-mal, okay. Damn. Ach, das hätte ich auch mal angucken können, dann hätte ich das im Vorhinein gewusst, was ich da aufpacken soll. Was Glasmunition? Die Schaufel. Moment, habe ich? Moment, ist meine Schaufel nicht mit irgendwas drauf? Na, keine Ahnung, pack ich das mal hier drauf. Dann kannst du gleich reparieren. Reparieren, so. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu Eddie zurück. Ja. Au, Fallschaden. Ja, dein Schrei ist übrigens nicht mit dir mitgewandert. Der ist an der Stelle, wo du aufgekommen bist, geblieben. Waren wir beim infizierten Depot schon? Das sagt mir jetzt nichts. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal einfach reingucken. Ja, war auch nicht verkehrt, ja. Oh je. Da ist wieder eine Nudde. Oh hey, Monk. Hallo? Oh hey, Monk. Hey, Monk. Isolierband. Total sicher. Ich habe Isolierband gefunden. Irre. Als, Giraffe. Ich bin tot. Zombie hat mich mit dem Messer abgeworfen. Nicht fest. Och, meine Fresse, schon wieder eine scheiß Kiste festgelaufen. Ich spiele es nicht so drauf ausgelegt, so helfen zu können, so. Nee. Das ist nur so ein Psych. You ain't getting. Term. Titanrohr, Wechselstromnetzteil, nicht respawned, okay. Was ist das? Oh, du lebst ja noch. Propangas-Schneider, ja. Nicht Propagandaschneider. Das ist fast dasselbe. Ja, die habe ich auch schon.
Also hab ich mir geholt schon. Oh, das sind ein paar Zombies. Oh, da liegen. Was ist da drin? Ausschalten der Polizeiknüppel, okay. Ja, nehmen wir einfach mal mit, komm. Aua! Meine Güte, Dreckszombies, ey. Ha! For real! Drecksviecher, Alter. Die haben mir ganz schön auf die Fresse gehauen gerade. Ich muss, glaube ich, gerade im Kampf dreimal heilen oder so. God damn. Meine Lampe ist schon wieder leer. Danke fürs Einsperren. Bitte? Haben uns beide eingesperrt, fairerweise. Ja. Okay, ich habe glaube ich so alles weit gelootet. Ich würde gerne noch die Quest für Eddie abgeben. Okay. Na dann. Also hier waren wir jetzt. Auf. Also es kann sein, dass wir schon drin waren, ich bin mir nicht sicher. Das sieht ja alles gleich aus. Ja, dementsprechend ist es ein bisschen schwer zu sagen. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch theoretisch das hier oben nehmen und. Dr. J.J. Klings haben wir. Joffrey Napes Lagos müssen wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir dann im nächsten Part dann weitergehen. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles gemacht auf dieser Seite. Das heißt, jetzt noch zu Eddie kurz gehen. Zu Eddie. Der gute Edward. Eddie. Oh, hieß er, glaube ich, aus GTA 4, ein Serienkiller. Oh. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Nee, Eddie Lowe war das, glaube ich. Genau so war das. Dinge, die ich nicht mehr weiß. Ich glaube, mal Surfing GTA 4 Let's Replay von dir. Ich habe, glaube ich, zwei Let's Plays schon von GTA 4 oben. Noch einfach noch so ein drittes so. Ja, einfach nochmal ein gutes. Jawohl. Es gibt so einige Quality of Life Mods, die Grafik und Performance und so alles verbessern. Vielleicht mache ich da mal ein Replay von. Habe ich schon drüber nachgedacht. Now it's time for you and me to take a chance and fulfill our destiny. Bonk. Hey. Oh Gott, wir müssen ihn begleiten. Ja. Ich gehe nur kurz nach hier oben und gucken, ob hier noch was liegt. Kannst du schon mal bei ihm bleiben dann? Um zu gucken, wenn ich stirb. Ist gerade weitergelaufen. Okay, ist ein Elektroschrott, Diamanten und ansonsten noch was aufmachen. Kommt nichts Wichtiges, dann komme ich gleich. Hallo. An. Tschüss. Eigentlich wollte ich den Part, also eigentlich wollte ich den Part hier beenden an der Stelle, weil wir halt schon ein bisschen überziehen, aber anscheinend denke ich so. Ja. Hat Eddie anders gesehen. Wie ist er wieder da hochgekommen? Er ist auch wieder hochgelaufen, also ist hier ganz mal rübergegangen. Hey, thanks a lot. You know, I've been thinking about this, and it seems like a really bad idea. Besides, you're already out there, and another hero would just confuse people. Take this. Okay, Aufstieg, nice. Okay. Und ein guter Wurfmesser, genau. Das heißt, im nächsten Part gucken wir dann erstmal. Na, erstmal gucke ich jetzt noch, was ich skille. Wo ist das hin? Ich wollte das jetzt droppen. Genau, im nächsten Part machen wir dann weiter mit Joffrey Napes Lager. Moment, wir haben die Sicherung noch, die müssen wir auch noch abgeben. Okay, vielleicht machen wir erstmal weiter im provisorischen Hospital, weil wir spawnen wahrscheinlich wieder sowieso hier oben im Altstadtkino, gehen dann von da nach hier und gehen dann hier weiter und dann würde ich sagen, ich hoffe, es euch heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.